Bits werden zusammengetrieben. Mit was? Mit dem Rohrstock? Lamas werden rasiert, das wollen wir gar nicht erst sehen. Da wollt ihr rasierte Lamas sehen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Zum blauen Samt. So. Wir haben hier Maurice, wir haben hier Don. Wen haben wir hier sitzen? Dina. Und wen haben wir hier? Annika. Okay, das scheint die Frau vom... Wie heißt er? Stefan? Stefan? Ich würde sagen, wir stellen uns mal hier freundlich vor. Obolatif. Boah. Bei der Dina nicht unbedingt, weil die Dina, mit der bin ich so ein bisschen in meinem privaten Spiel. Ja, zusammen nicht, aber die ist halt doch ein bisschen aufdringlich. Und ich möchte außerdem hier im Let's Play schon ein bisschen was anderes sehen. Deswegen lassen wir mal hier die Dina ein bisschen außen vor. Wen haben wir denn hier sitzen? Travis. Was, noch Kerle? Wir haben ein unangenehmes Gespräch. Warum auch immer. Ah, Susu. Susu, Susu. Wir kennen eigentlich schon eine Menge Leute, oder? So. Ich habe auch irgendwo in einem Forum oder irgendwo gelesen, dass sich einige beschweren, es wäre, wenn sie ins Grundstück wechseln, in eine Bar gehen oder so, nichts los. Das sehe ich eigentlich anders. Hier ist viel mehr los als bei Sims 3. Zumindest bei mir. Haben sich beschwert, dass es immer leer wäre, wenn sie hinkommen. Also, das kann ich gar nicht bestätigen, aber... Hier, das läuft gerade gar nicht. Mehr Auswahl, freundlich, entschuldigen. Okay, warum uns auch entschuldigen? Keine Ahnung. Amuki Groba. Arben Dufour. Bekannt. Werden wir mal freundlich kennenlernen. Nach Tag fragen. Benor Sneed. Fruge. Wuxa Thorf. Oh, die ist auch böse. Oh, böse ist gut. Also, für Lorenzo ist böse gut. Blaine Schwarben. Und mit ihrer kommen wir zumindest ein bisschen besser aus. Fragen wir doch mal, ob es ihren Mann nicht stört, wenn sie so lange arbeitet. Sie ist Single. Na gut. Ja, aber so... Für Lorenzo wäre sie jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt. Was macht er jetzt mit Annika? Plaudern und trinken. Froom. Huh. Ah, jetzt hat er gelangweilt. Das ging ja schnell. Jemanden einen verrückten Plan vorschlagen? Das können wir doch glatt mal machen. Jo, und wieder 25 Punkte bekommen. Samso Quink! Sarfweb! Inka Chech! Pina! Josa! Sehr schön. Hier sehen wir übrigens unsere aktuellen Punkte, unsere, sagen wir mal, Lebenszufriedenspunkte, oder wie man das auch immer nennen möchte. 450 haben wir aktuell. Und das sind die Ziele, die er momentan hat. Er möchte 5000 Simoleons verdienen. Und da seht ihr dann hier ein Stück weiter unten, das gibt 50 Punkte. Und er möchte 10.000 Erspartes haben. Das gibt 75 Punkte. Wenn ihr das erreicht habt, dann kommt die zweite Stufe. Ich zeige euch das mal ganz kurz, weil wir schon da sind. Das hier ist so die erste Stufe. Wenn ihr das erreicht habt, wie gesagt, gibt es eure Punkte. Dann geht es hier weiter. Erwachsen werden brauchen wir nicht. Dann Level 5 einer beliebigen Karriere erreichen. Und 25.000 Erspartes besitzen.
Dann geht's weiter zu Wohlhabend. 75.000 Simoleons verdienen und Level 8 einer beliebigen Karriere erreichen. Und dann hier Level 4, herrlich reich. Dann geht's dann bloß noch um Geld. Wenn ihr das habt, ihr könnt ja theoretisch jederzeit das Bestreben wechseln. Weiß ich nicht, ob ihr danach ein neues Bestreben nehmen könnt und wieder hier was erreichen könnt. Oder ob das quasi wie so ein Lebenswunsch ist, wo dann, ja, erledigt ist. Das weiß ich nicht. Allerdings sieht das doch recht, ja, einfach zu erreichen aus. Weil das, was man hier macht mit Vermögen, herrlich reich, das kommt automatisch. Also, wenn man Level 5, das erreicht man automatisch und dann tut man automatisch auch entsprechend mehr Geld besitzen. Und ja, je mehr man aufsteigt, wenn man auf Level 8 ist, dann verdient man auch recht schnell die 75.000 Simoleons. So geht das eigentlich recht flott. Deswegen ist es das so Sachen, wo man gar nicht so groß schauen muss, sondern sich eigentlich automatisch levelt. Also ich nenne das jetzt mal Leveln. Ja, werden wir dann sehen, wenn unser Lorenzo herrlich reich ist und vielleicht auch eine herrliche Familie hat, ob wir dann ein anderes Bestreben nehmen können. Oh, hier, tu mal ein bisschen putzen. Also wir putzen ja nicht das... Aha, okay. Mit Annika plaudern. Schön, schön. Schön dekoriert. Ja, und ich glaube, jetzt wird es auch langsam Zeit. Ihr seht's, wir sind müde. Deswegen wieder nach Hause. Nun gut. Ja, wie gesagt, an diese Ladebalken müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen gewöhnen, dass wir dann jedes Mal ein paar Sekunden hier diesen Ladebalken haben. Ob das jetzt ein Vorteil oder Nachteil ist gegenüber Sims 3 zur offenen Welt, ich überlasse das euch. Ich finde es nicht schlimm. Vor allen Dingen, wenn ich privat spiele, dann, ja, dann bin ich eigentlich eh so... Wie gesagt, ich möchte hier nicht dann auf Leistung spielen, sondern ich mache das ganz gediegen. Und dann sitze ich auch entspannt vorm Rechner und dann stürme ich diese 20, 30 Sekunden Ladebalken oder was auch immer, stürme ich da auch einfach nicht. Dann hier lieber mit dem Käffchen oder nebenbei Musik hören oder irgendwas und dann einfach warten, dann passt das schon. So, jetzt macht er ein Nickerchen. Er sollte aber eigentlich schlafen, weil hier ging die Zeit auch nicht schnell. Oh, und er muss dringend auf die Toi-Toi. Das wäre ja schon mal fast in die Hose gegangen, ne? Folge 3, Folge 4. So. Und überhaupt muss ich auch mal sagen, dass es inzwischen auch... Ah, jetzt hat er das kaputt gemacht. Pass auf, dann reparier's gleich mal. Oh mein Gott. Ja, ich wollte gerade sagen, dass es überhaupt schon wirklich relativ gute Let's Plays gibt zu Sims 4. Ich meine, ich schaue ja auch so ein bisschen bei anderen rein. Und zu Sims 3 gab es auch 2-3 gute. Sims 4 jetzt am Anfang, klar. So sprießen die Let's Plays eigentlich nahezu aus dem Boden. Aber da gibt es wirklich ein paar relativ gute. Klar, mein, die meisten werden das von Kronk kennen. Wobei er das natürlich auch herrlich macht mit seinen Schlömpels. Das ist natürlich genial. Aber überhaupt, wenn ihr da mal so ein bisschen rumschaut, es gibt auch viele kleinere Let's Player, wo relativ gute Let's Plays hier zu Sims 4 machen. Da war ich wirklich positiv überrascht, wie da eigentlich so die Qualität inzwischen bei vielen ist. Komm, mach hin, mach hin. Was hier ein bisschen befremdlich ist, wenn man was repariert, dann... kommen irgendwo meistens auf dem Boden solche Teile, wo man dann noch plündern kann. Ich meine, bei der Toilette jetzt glaube ich nicht, aber wenn man hier dann einen Fernseher repariert, einen PC repariert, finde ich ein bisschen, ja, befremdlich, weil das ergibt für mich keinen Sinn. Die kann man dann nochmal plündern, da bekommt man nochmal Ersatzteile, da muss man sie wegschmeißen, den Rest. Ergibt für mich eigentlich keinen Sinn, wieso das so ist. So, aber jetzt, komm, schlafen. Hau dich hin, Lorenzo. Weil wir werden dann auch heute Abend befördert. Jawohl. Wahrscheinlich. Eingeschlafen. Jetzt rattert die Zeit aber auch wirklich langsamer hier.
Ne, jetzt geht's schneller. Dann passt das ja. Und soweit, wie ich das beobachtet habe, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ist allerdings meine Erfahrung aus dem anderen Let's Play, schläft er dann immer 8 Stunden. Das heißt, egal wie voll das hier dann ist, wie voll... Jetzt haben wir hier einen Anruf verpasst, na gut. Sim hat Hunger, ja, dann haut ihr was rein. Er schläft wohl immer 8 Stunden. Ich glaube, Sebastian war schon wieder hier. Dann werden wir hier mal die Blumen ernten. Ich weiß noch nicht wozu, aber... ja. Wir tun's halt mal. Okay, Post noch keine da. Was ich auch ein bisschen suboptimal finde, dass, wenn jetzt jemand zu Besuch kommt, die klopfen nur und das bekommt man manchmal gar nicht mit. So, ein bisschen was essen. Das finde ich ein bisschen suboptimal, ehrlich gesagt. Denn in späteren Spielverlauf, wenn man jetzt wirklich ein paar Freunde hat, die kommen dann auch relativ oft vorbei. Teilweise sogar 2-3 Mal am Tag. Also mir ist so gegangen, wenn ich vormittags da war, musste auch erst nachmittags zur Arbeit. Dann waren die vormittags gekommen. Ich bin zur Arbeit irgendwann mittags. Und um 19 Uhr standen die wieder vor der Tür und ich war noch arbeiten. Also, ne, gerade wie die Dina, die kommt bei mir so ziemlich jeden Tag vorbei inzwischen. Aber so viel zu meinem privaten Spielstand, darum geht's ja gar nicht. Denn hier unser Lorenzo, der möchte ja wie gesagt seine eigene Dynastie aufbauen, der möchte reich werden, der möchte ja eine große Familie haben, möchte ein schönes Haus haben und möchte natürlich auch Karriere machen. Wer joggt denn da? Gleich mal gucken. Das ist Carina Heck. Carina, Mensch. Schau da aber ein bisschen. Nee. Die schaut ein bisschen streng, das ist vom Lorenzo nicht. Abgesehen davon, wir brauchen Spaß. Mal wieder Spaß. Das heißt, wir müssen mal wieder ein Spiel spielen. Und wieder mal Sportspaß reinpfeifen. So. Schüssel lässt mal stehen. Die stinkt dann schön, wenn er kommt. Fähigkeiten. Angeln können wir auch mal gehen. Schelm-Videospiele. Also Videospiele, wie gesagt, das levelt sich automatisch. Was mir auch aufgefallen ist... Oh, ich zeige euch das. Blase, oh nein, Blase. Dann gehen wir mal schnell auf die Toilette. Was mir auch aufgefallen ist, wenn ihr jetzt Probleme habt, wie soll man das jetzt am besten erklären? Den Fortschrittsbalken für die Freundschaften, ne? Dieser Sympathiewert sozusagen, der immer oben kommt, der grüne Balken, der sich dann von ganz links schlecht nach ganz rechts gut bewegt. Wenn ihr Probleme habt mit Interaktion oder ihr merkt, eure Sims, die streiten sich häufig mit denen oder irgendwas, dann chattet einfach mit denen. Ja, geht einfach hier auf Kontakte, chatten mit. Wir nehmen mal hier die Maya. So, na, dann haut er sich an den Rechner oder eure Sim, je nachdem, was ihr spielt. Und dann geht das kontinuierlich nach oben, zack, ohne dass ihr da noch irgendwas machen müsst. Da gibt es keinen Streit, kein gar nichts, das geht wirklich relativ schnell. Ich nehme an, dass sie das irgendwann ein bisschen rausnehmen werden. Weil bei Interaktionen manchmal funktioniert es nicht, manchmal streitet man sich, wenn er schlechte Laune hat, ist auch ein bisschen blöd. Beim Chatten ist mir noch nie passiert, dass hier der Sympathiewert nach unten gegangen ist. Also echt noch gar nicht. Und ne, so könnt ihr hier nebenbei ein bisschen schauen, ein bisschen rumgruscheln. Wenn ihr gerade vielleicht 2 oder 3 Sims habt in eurem Haushalt
und ihr möchtet, dass Einsim sich mit jemandem anfreundet, einfach vorm Rechner sitzen, chatten mit und dann lasst ihr den da sitzen und dann ja, geht das wie von alleine. So, du gehst jetzt aber zur Arbeit. Das nur so nebenbei als kleiner Tipp. Weil ich war der Meinung, dass das bei den anderen Sim-Teilen nicht so extrem war beim Chatten, dass das dann so schnell hochgeht. Und es geht wirklich recht schnell hoch. Aber jetzt holen wir uns erstmal unsere Beförderung ab. Oh, hier, wichtigstes Ziel. Dramatische Musik. Während Lorenzo auf dem Bahnsteig nach London Taschentücher... Ach, das kennen wir doch schon. Das ist jetzt hier der Prominente mit der Kamera oder mit dem Kamerateam, was gegenüber steht. Wir werden jetzt mal weitergehen machen. Große Ziele gehen mit großen Konsequenzen einher. Vielleicht sucht sich Lorenzo ein besseres Ziel, das nicht die Aufmerksamkeit aller Umständen und aller Kameras dagegen genießt. Genau. So, Beförderung, jawohl. Er ist jetzt Anführer des Rings. Haha, jetzt sind wir schon Anführer des Rings. So, er verdient jetzt 4 Simoleons mehr pro Stunde, was ein Stundenlohn von insgesamt 18 Simoleons pro Stunde ergibt. Wow. Außerdem haben wir 558 Simoleons erhalten. Ein Sack voll Geld. Sack voll Geld? Ha? Und Interaktion bestehlen. Seine nächste Schicht beginnt am Dienstag um 20 Uhr und wir haben jetzt hier wirklich tatsächlich sowas wie ein Wochenende. 2 Tage am Stück. Ja, super, super, super. Eba. So, und der Spaßfaktor ist wieder unten, Hygiene und Hunger. Aller gut, dann gehst du mal duschen. Dann wirst du dir hier ein Gericht nehmen. Und dann haust du dich mal schlafen und den Spaßfaktor kümmern wir uns dann morgen. So, jetzt schauen wir mal rein. Wir arbeiten jetzt von 20 bis 4 Uhr, das sind noch tollere Arbeitszeiten. Wir müssen Level 2 der Charisma-Fähigkeit erreichen, das ist kein Problem. Oh, und deinen Sim von einer Person verabscheuen lassen. Okay. Kleinen Moment, was trinken. Jetzt habe ich mich doch glatt verschluckt dabei. So, entschuldigt. Okay, wir müssen uns von einer Person verabscheuen lassen. Das heißt, wir müssen hier irgendjemanden ganz charmant behandeln. Da fällt mir auch jemand ein hier, der gute Sebastian. Den könnten wir doch eigentlich hier... Er ist ein Pro. Okay, das heißt, wir brauchen, um hier voranzukommen in der Karriere, brauchen wir Feinde sozusagen. Was ja eigentlich auch Sinn macht. Und er scheint gute Laune zu haben, klar. Ist ja hier befördert worden. Wie lange wohl die nächste auf sich warten lässt? Ja, das kommt drauf an, wie schnell du jemanden vergraulst, Lorenzo. Also die Medici-Dynastie, die hätte das im Mittelalter anders geregelt. Die hätte niemanden vergrault, die hätte da mal, ne, und dann, oh, schups, Scheidung auf Italienisch. Kennt ihr Scheidung auf Italienisch? Ha, das ist Betonklotz. Haha, mal so einen kleinen Klopferwitz rausgehabt. Ne, ich meine, die sich so ein bisschen mit Mafiosi auskennen, die verstehen den Witz. So, schups, und dann ab in den Rhein oder so. Ich meine, wir haben ja keinen Rhein, aber wir haben hier ja, was haben wir hier, so einen unbenannten Kanal. Und wenn dann uns jemand blöd kommt, einfach mal ein paar Betonschuhe anziehen, dann hier zu dieser Mini-Brücke und dann schups. Und dann ward er nicht mehr gesehen. So löst man das. Natürlich nicht. Wir spielen hier ganz brav die Sims. Und da werden wir uns bloß hier jemanden vergraulen und dann ist das gut. Komm, du räumst hier noch auf, bevor du ins Bett... Na gut. Er ist echt müde. Eigentlich nicht. Ja, das macht es jetzt natürlich mit den Arbeitszeiten ein bisschen blöd. Wenn wir tagsüber schlafen. Müssen wir mal schauen, wie wir dann hier die Leute kennenlernen. So, jetzt sind hier Rechnungen eingetrudelt. Wir haben Schulden in Höhe von 369 Simoleons und es bleiben 48 Stunden, diese zu begleichen. Jawohl, das werden wir dann auch machen.
nochmal hier in Post bekommen. Ist eigentlich dasselbe wie die Rechnung gleich bezahlen. Wir holen es einfach mal raus. Komm, du hast genug gepennt. Du bist fit. Eine unglaubliche Geschichte erzählen. Voller Zuversicht. Oh nein, er muss doch nicht schon wieder pinkeln. Wie ein Champion pieseln. Ja, dann piesel mal wie ein Champion. Hau mal rein. Jetzt haben wir die Rechnung wahrscheinlich, ja, nur ins Inventar bekommen. Können wir die auch eigentlich irgendwo bei jemand anders platzieren? Ist jemand anders die bezahlt? So. Und die gute Honeyball hat ja mal gefragt in ihrem Let's Play, wenn man wie ein Champion pieselt, ob er dann steht oder sitzt. Nein, man sitzt. Da hat das Honeyball gefragt, oder? War das der Kronk? Keine Ahnung. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist wie ein Champion Piesel nichts anderes. Das heißt halt nur anders. Und wir werden dann hier unsere Rechnungen bezahlen. Und wer kommt denn hier vorbei? Die Maya kommt vorbei. Na klar, komm rein. Komm rein, Maya. Ja, ihr merkt, also die kommen dann wirklich relativ häufig zu Besuch. Und das Blöde ist halt, wie gesagt, bloß durch das Klopfen, das bekommt man manchmal gar nicht mit. So typische Sounds, das hat man im Ohr, wenn jemand klingelt oder wenn was kaputt geht. Das kennt ihr ja noch von den anderen Sims-Teilen, das hört man sofort. Da guckt man gleich, oh, hier ist was kaputt gegangen. Aber dieses Klopfen, ist einfach, keine Ahnung. So leise. Dann kannst du das Fernseher erst beschweren, über Veränderungen der Nachbarschaft plaudern. Dann mach mal. Upatash. Zaryuda Arfenai. Yes. Okay, und wir kennen von ihr sonst auch nichts. Pardu Skidna. Mehr Auswahl, freundlich und kennenlernen. Pamdoli Usenet. Und jetzt achtet mal drauf, wie schnell hier jetzt die Sympathiepunkte steigern. Ich meine, hier gibt es jeweils immer zwei. Aber dauert doch bedeutend länger. Und manchmal funktioniert es auch nicht. Manchmal gibt es dann Malus, weil was sich streitet oder weil ein Witz nicht gut ankommt. Und es geht dann beim Chatten einfach viel, viel, keine Ahnung, bequemer. Oh, ja, gleich mal knuddeln, warum auch immer. Aha, ja, zeige doch mal dein Bett. Und da kommt das Telefon. Und Alexa möchte auch vorbeikommen, na, da kommt vorbei. Sturka Jabe. Oh, das Sound kurz weg, dachte ich schon, aber ne. Und da kommt die nächste. Tak, tak, tak. Und kommt noch rein. Oh, ich glaube, die ist kokett hier. Wenn ich das richtig gedeutet habe. Ja, lass die doch rein. Da ist er. Wollte schon sagen. Ich glaube, sie ist kokett, wie ich das gedeutet habe. Snowblade Kator. Das scheint ein Korbev. Snibara Watanini. Mit Maya dratschen. Karenzi. Miploy. Miploy. Ja. Nativa Munkim. Zapafuba. Komm, Alexa, quatsch mit. Ja, sie ist kokett. Sie ist kokett. Bummeray. Brisham. Slanji. Aber vergeben, und da kennt der Lorenzo nix. Vergeben heißt Finger weg. Bei jemandem Luft machen. Ja, komm, hier mach mal ein bisschen Luft. Warum auch immer. Nur weil hier, oh, verzweifelte Sehnsucht nach Spaß. Oh, das haben wir komplett vergessen. Na klar, hier dann. Ja, schäkert ihr zweimal. Hier unser Lorenzo, der muss dringend. Was spielt er jetzt? Hier wieder Sims, ne? Naja, was auch sonst. Nochmal, Lorenzo, kommt das nicht alles hier schon bekannt vor? Checkst du überhaupt, dass hier dir noch was gezeigt wird, dass du hier gar nicht zockst? Oh, scheiße, Sims brennt. Oh, schnell löschen. Oh, schnell löschen.
schnell und tot. Und die zwei. Ah, da geht was hier bei euch zwei. Batanabi. Shiben Yabans. Olnab. Michi Parsife. Fro. Bin Ibao. Shalbo. Ja, mit beiden verstehen wir uns gut. Und sind auch recht nah an Freundschaften dran. Dann gucken wir mal hier, wer hier so ein bisschen unterwegs ist. Das ist der Yannick. Das mache ich eigentlich auch gern. So ein bisschen nebenbei schauen. Wer ist denn das hier? Die Catherine. Das ist auch eine sportliche mit roten Haaren. Sieht auch freundlich aus. Das ist die Schwester oder was auch immer von der Dana. Oder Dina oder wie sie hieß. Wer läuft hier sonst noch so rum? Das ist die Alessia Offermann. Wen haben wir hier? Oh, Annette Offermann. Ich glaube, der hat so einen stolzen Gang. Kann das sein? Machen wir mal hier eins weiter. Ne, da sah jetzt bloß so aus. Ich dachte schon, dass die hier so... Keine Ahnung, so tü-lü-tü. Ja, und auch wenn jetzt hier unsere Umgebung nur diese eine Straße beinhaltet, wo wir mit der Kamera ein bisschen schauen können. Ist doch interessant, weil hier gehen immer Leute vorbei. Mal so ein bisschen ganz rauszoomen. Also wir können jetzt, wie gesagt, hier nur dieses Eck hier begutachten. Mehr oder weniger, ich sage es jetzt mal einfach so. Hier können wir jetzt nichts mehr machen. Hier können wir auch, ich sehe jetzt auch keine Interaktion mehr machen. Hier könnte man theoretisch noch hingehen. Das heißt, wir haben eigentlich nur hier so dieses Eck. Aber ist eigentlich trotzdem genug los. Ich finde, das reicht. Wir gehen jetzt trotzdem mal wieder hier zu unserem Lorenzo rein. Nicht, dass die Damen hier noch irgendwelchen Mist machen. So. Wir machen jetzt mal Folgendes. Folgendes. Wir rufen mal alle zum Essen. Weil wir sind ja trotzdem Gentlemen. Also einer von den Damen könnte ruhig mal hier ein bisschen aufräumen. Und das geht ja mal gar nicht. Ja, nur meckern, wenn ihr schon da seid, dann hier putzen, ne? So, kommt, spachteln. Für die Damen Salat muss reichen. Komm rein hier. Wir müssen wann los? In 5 Stunden. Sie ist unwohl. Hm, warum bloß? Also vielleicht auf Toilette oder keine Ahnung. Ja, Witz kam nicht gut an. Ja, ne? Oh Mann, hätte ein Stinkefinger sein sollen, glaube ich. So, jetzt gucken wir mal, müsste der Spaß. Ja, genau, also das passt, wenn man hier. Okay, Maya muss los. Das passt jetzt. Jetzt haben wir hier ein bisschen. Wir essen. Das heißt, unser Hunger wird gestillt. Gleichzeitig gucken wir Fernsehen. Spaß wird gestillt. Und wir unterhalten uns. Also, wenn alles gut läuft, dann steigt auch ein bisschen der Sympathiewert. Das heißt, für die Spieler wieder, die hier viel auf Leistung oder schnell vorankommen wollen. Und ihr habt 2, 3 Bedürfnisse gleichzeitig zu stillen. Müsst ihr halt das so planen, dass sie sich hier hinsetzen, essen, Fernsehen gucken und wenn möglich mal jemanden da haben. So, räum mal auf hier, Lorenzo. Ich schütte ja selbst mir langsam hier die ganzen Schüsseln auf den Tisch. So, ist denn hier unten, bitteschön, eine Schüssel. Oh, Hinaba, Sihoya. Oho, was macht sie hier? Oh, auf welche Seite ist sie denn da hier? Oh. Aha. Was macht sie jetzt? Geht sie über Fernsehen schauen? Und sie muss los. Alles klar.
Ja, Lorenzo, sie muss los. Keine Zeit mehr zu plaudern. Gut, unsere Bedürfnisse sind voll. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, jemanden kennenzulernen. Museum. Das ist der Nachtclub, nicht. Fitnessstudio, naja, und Bibliothek. War mal so eine... Mensch, wo könnte denn Lorenzo jetzt mal hier eine nette Dame kennenlernen? Vielleicht hier rüber nach Oasis Springs? Schlangennest, Bar, das Museum. Geh mal ins Museum.